Fortuna Düsseldorf spielt also in der nächsten Saison wieder gegen Bayern, Dortmund und Co. Und der erste FC Kaiserslautern gegen Aalen oder Groß Asbach in der dritten Liga. Nach der 2:3 Niederlage am Freitag in Bielefeld war der Abstieg besiegelt. Ein Tiefpunkt in der 118-jährigen Vereinsgeschichte des viermaligen deutschen Meisters. Der Glanz vergangener Tage besteht nur noch in Erinnerung. Die Zeiten des legendären Fritz Walter, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 54 beispielsweise. Oder vor 20 Jahren der Gewinn der Meisterschaft unter Otto Rehhagel direkt nach dem Aufstieg. Ja, so ging es dann weiter. Titel also 1998 und nach jahrelanger Fehlentwicklung, abgesehen mal von einem Zwischenhoch, der Niedergang. Thomas Wark hat als Reporter die Roten Teufel viele Jahre beobachtet. Hier ist seine Sinfonie in Moll. So ist eine ziemlich tragische Musik, aber es ist auch ziemlich tragisch, was da in Kaiserslautern gerade alles passiert. Da bleiben nur die Erinnerungen an früher, an diese langen Fahrten über die Route Napoleon Richtung Kaiserslautern, als es die Autobahn noch nicht gab, als Kaiserslautern auch noch K-Town hieß. Und im Radio, wenn man dann unterwegs war zum Spiel, klang das immer so. I'm your host, Army Specialist Zach Johnson, for a little while longer. And then Army Specialist Mark Jason comes in to do the Go Radio Show. K-Town, kalter Krieg, zeitweise bis zu 70.000 GIs. Kaiserslautern war größte amerikanische Garnison in Deutschland. Wer ein bisschen Amiland erleben wollte, fuhr in die Pfalz. Doch das eigentliche Wahrzeichen der Stadt war immer der erste FC Kaiserslautern, oben auf seinem Betzenberg. Kai trommelt, in guten wie in schlechten Zeiten. Ein Fanclub aus Waldböckelheim am Sonntagmorgen. Wir haben schon viele Wunder geschafft. Warum soll man das nicht auf der Schaffe her? Das wäre wohl ein Wunder von Pinzenberg. Auf zum letzten Gefecht. Sie ahnen, dass es eine der letzten Fahrten in der zweiten Liga sein wird. Wahrhaben wollen sie es noch nicht. Es ist allgemein ruhiger geworden in der Fanszene. Man hat sich ans Verlieren gewöhnt in Kaiserslautern. Der Vorsitzende Karl Werner Kaul in den 90er Jahren. Immer in der ersten Reihe, immer mit der Trommel. Die enge Bindung der Fans an ihren FCK soll schon so manches Spiel mitentschieden haben. Wahrscheinlich auch die deutsche Meisterschaft 1991 unter Trainer Kalli Feldkamp. Nach 1951 und 53 wieder eine Meisterschaft. Eine ganze Region, traditionell eher strukturschwach, strotzt vor Selbstbewusstsein. In diesen Tagen beginnt eine nicht immer positive Legendenbildung rund um den Traditionsklub. Großmannssucht und Selbstüberschätzung nach Ausflügen in die Champions League. 1996 muss der FCK zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte absteigen. Mit Kunz und Sforza hatten zwei Führungsspieler den Verein verlassen. Krautzun kam für Rausch. Die Tage der Depression aber endeten schon bald mit dem Beginn der nächsten Zweitligasaison. Das Wunder vom Betzenberg begann genau in diesen Tagen und schon bald nach dem bitteren Abstieg. Unter Otto Rehhagel gelang sogar ein Novum im deutschen Fußball. Dem Wiederaufstieg 1997 folgte die Meisterschaft im darauffolgenden Jahr. Vom vierten Spieltag an Tabellenführer. Der deutsche Fußball hatte seine Hauptstadt in einer 100.000 Einwohnerstadt in der Pfalz. Dennoch wurde dieser liebenswerte Verein zum Jahrmarkt der Eitelkeiten. Trainer kamen und gingen in immer kürzeren Intervallen. Andreas Brehme, Erik Gerets, nur ein kurzer Höhenflug vor dem Absturz des Belgiers. Kurt Jara, eines von vielen teuren Missverständnissen, die sich häufen sollten. Steuertricks, Verurteilungen, Bilanzfälschungen und immer höhere Ausgaben als Einnahmen. Die Zeit von Atze Friedrich war von finanziellen Unregelmäßigkeiten begleitet. Mit dem Abschied von Präsident Norbert Tienes begann die Ära der Selbstdarsteller und selbsternannten Sanierer. Unter René Zejegi sollte der große FC Bayern endgültig vom Thron gestoßen werden. Ein fatales Unternehmen. Kaiserslautern wollte mit den großen Hunden pinkeln. Weltmeister Juri Djorkaeff oder Taribo West. Große Namen in einem Verein und immer Missverständnisse. Dann das WM-Stadion, das sich eigentlich keiner leisten konnte. Spätestens jetzt begann der finanzielle Niedergang des Vereins. Jegis letztes Husarenstück,
der Verkauf des Fritz-Walter-Stadions an die Stadt, die hat sich bis heute nicht davon erholt. Wie eine große Kuh steht er da, der Betzenberg, von vielen gemolken, von wenigen gefüttert. Kai vom Fanclub Waldböckelheim trommelt als einziger noch in der ersten Reihe. Die anderen haben sich auf die West verteilt. 27.000 in diesem WM-Stadion, das gegen Dresden noch einmal eine Bundesliga-Kulisse bietet, während die Mannschaft längst drittklassiges Niveau aufweist. Norbert Tienes ist immer noch dabei, der Ehrenpräsident, der die großartige und seriöse Zeit des FCK verkörpert. Er leidet wie immer beim Abstieg. Eine einzige Torchance der Mannschaft, deren viele Vorfahren sich mal das Prädikat Rote Teufel verdient haben. Von einem Entscheidungsspiel um den Verbleib in der zweiten Liga ist wenig zu spüren am vergangenen Sonntag, außer dass Dresden gewinnt und nach Berkos Treffer den Klassenerhalt feiert. Der Sicherheitschef hatte Schlimmes befürchtet für diesen Moment, doch wo früher Fäuste flogen und Tränen flossen, herrscht 2018 nur noch Lethargie. Wieder ein Abstieg, nicht mal der tiefe Fall kann noch schockieren. Früher war alles besser. Ich muss mir mein erstes Auto verdienen. Ich bin jede Ferien arbeiten gegangen. Heute kriegt jeder 18-, 19-Jährige mit 18 ins Auto hingestellt. Das ist sicher eine Gesellschaftssache, die sich so entwickelt hat. Es ist mehr Geld da, logisch. An Wunder vom Betzenberg glaubt hier schon lange niemand mehr. Und sie müssen noch froh sein, mit Trainer Fronzek und Sportvorstand Bader Fachleute zu haben, die die Inkompetenz im Verein vielleicht überwinden können. Eines Tages. Das weiß man ja, wenn man die dritte Liga mal genau anschaut, wenn man weiß, wie viel weniger man dann TV-Geld bekommt und auch die ganzen Einnahmen, die natürlich auch wegbrechen, wissen wir, dass wir eine riesen Herausforderung vor uns haben. Wir planen jetzt natürlich jetzt nicht für die nächsten Jahre dritte Liga, sondern für uns gilt es jetzt, eine gute Mannschaft, einen guten Verein hinzustellen, dass wir eine gute Rolle natürlich in der dritten Liga spielen. Der Blick vom Betze aufs Rathaus. Wieder droht der Stadt ein Imageverlust. Der FCK war immer und ist immer noch ein sehr starker Imageträger, der die Stadt Kaiserslautern weit über ihre Grenzen hinaus in der Vergangenheit bekannt gemacht hat. Gastronomie, Tankstellen, Hotellerie, alle werden Einbußen haben in Kaiserslautern. Der Abstieg hat viele Gesichter. Wer will schon Fotos aus der dritten Liga? Für unser Geschäft ist es schon ein Rückgang, aber wir müssen es kompensieren mit anderen Aufträgen, mit anderen Vereinen, mit anderer Sportart. Die Stadt Kaiserslautern muss noch 65 Millionen für das Stadion tilgen. Dazu kommen Zinsen. Die Eitelkeit des Ministerpräsidenten Kurt Beck, ein WM-Stadion bauen zu lassen, ist heute für viele zum Klumpfuß geworden. Spätestens 2006 hat der schleichende Tod des ersten FCK begonnen. Donnerstagabend im FCK-Museum. Es soll ein Fußball-Talk mit Spielern der 98er Meistermannschaft werden. Doch außer Andy Buck mochte oder konnte keiner kommen. Martin Bader steht Rede und Antwort. Mehr geht wohl nicht in diesen traurigen Tagen. Fluch und Vermächtnis Betzenberg. Nach ZDF-Informationen sucht die Stadt einen Investor, der das Gelände erwerben soll und das Fritz-Walter-Stadion abreißen wird. Wohngebiet statt Fußballtradition. Allein zu hohe Rückbaukosten für den Koloss aus Stahl und Beton schrecken Interessenten ab. Noch. Ja, und vielleicht ist die ganze Misere auch die Chance zu einem Neuanfang.